Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir 60 Kilometer von München entfernt und schauen uns mal, was für eine schöne Altstadt das hier ist. Wir sind in Schrobenhausen. Schrobenhausen liegt im nördlichen Oberbayern an der Mündung der Weilach in die Paar. Schon im Jahr 790 wird der Ort das erste Mal in einer Urkunde erwähnt. In der Stadt leben heute um die 17.000 Menschen. Heute zeigen wir Ihnen Ausschnitte unserer Heimatgeschichten dieser Woche. Jeden einzelnen Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Und wir wollten erstmal etwas über die Geschichte Schrobenhausens erfahren. Und da hat uns Kreisheimatpfleger Hans Hammer an die schöne Stadtmauer geführt. Das ist der Totengräberturm. Man kann also den Ablauf des gesamten Lebens an den Wohnungen der Bewohner ablesen. Totengräberturm ganz in der Nähe von der Stadtpfarrkirche. Um die Kirche war ja der Friedhof. Der hat also nicht weit zu seinem Einsatzort gehabt. Der nächste in der Reihenfolge wäre der Karpfenturm. Der Stadtfischer hat dort seine Heimat gehabt. Der nächste ist das Hebammenhäusl. Heute noch von einer approbierten Hebamme als Anlaufstelle verwendet. Schön. Zurzeit ist eine Heilpraktikerin drin. Der nächste ist der Seelweibturm, der auch in Privatinitiative saniert worden ist und genutzt wird jetzt. Seelweib, das ist die Leichenfrau, die uns auf dem letzten Weg begleitet hat. So haben alle Handwerker, die im öffentlichen Interesse tätig waren, in den Türmen, nachdem die Wehreigenschaft weggefallen ist, ihre Wohnung gefunden. Die Wehranlage von Schrobenhausen hat insgesamt 24 Türme gehabt, davon 12 Volltürme wie der Pechlerturm und 12 Halbtürme wie der Totengräberturm. Der steht zwar jetzt auch, ist voll ausgemauert da, war aber ursprünglich nur ein Halbschalenturm. Erst später, wie er für Wohnzwecke verwendet worden ist, ist er entsprechend ausgebaut worden. Schrobenhausen hat zwei Stadttore gehabt, das obere und das untere Tor, die leider nicht mehr da sind, weil unsere Bürgerschaft 1817 gemeint hat, sie kämen mit ihren Fuhrwerken nicht mehr durch die Tore durch und den Antrag gestellt haben, dass diese Tore abgerissen werden. Wir sind mit Hans Hammer dann noch zum Museumsviertel gelaufen, wo auch das Europäische Spargelmuseum steht. Dort hat uns Museumsleiterin Claudia Freitag-Meyer empfangen. Seit wann gibt es denn in Schrobenhausen schon Spargel? Also Spargel großflächig gibt es ihn seit 1912. Allerdings gab es im Ortsteil Sandizell schon im 19. Jahrhundert, so um 1860, Spargelanbau. Aber da war er exklusiv für den Hof in München. Da gibt es eine alte Rechnung, in der steht, Spargel wurde 1863 an den Hof nach München geliefert. Aber großflächig dann Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Schrobenhausen. Und dann ist es wahrscheinlich immer mehr geworden, oder? Ja. Christian Schad, der war praktisch der Vater des Spargelanbaus hier in Schrobenhausen, weil hier die Böden gepasst haben. Und die Bauern hier, die haben sich nach und nach ein bisschen Anregungen geholt und haben den Spargel angebaut. Und nachdem der Boden hier wirklich ideal für diese Pflanze ist, hat man immer mehr und großflächiger angebaut. Was braucht der Spargel für einen Boden? Einen lockeren, leichten, sandigen Boden. Hier ist tertiärer Sandboden. Und da kann die Spargelpflanze richtig schön oder die Sprossen richtig schön gerade wachsen, weil sie natürlich ein leichter Boden ist. Drum eben nicht verbogen, sondern sehr schön. Muss sich nicht an irgendwelchen Steinen vorbei. Also und das sieht man ja jetzt hier auch im Museum. Das ist dargestellt, wie das angebaut wird. War das auch schon immer so mit diesen Hügeln? Ja, also seit Christian Schad da ist schon. Also so eine alte Gemüsesorte ist das eigentlich schon. War auch schon bei den Griechen publik. Auch die Griechen kannten Spargel. Der Spargel war bei den Griechen in erster Linie unter medizinischen Aspekten betrachtet worden. Hippokrates von Kos, ein Arzt, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, schreibt schon über die Wirkungen des Spargels, über die diuretische Wirkung, um die krampflösende Wirkung, um die Entwässerung. Also die Griechen waren die Homöopathen sozusagen und die Mediziner. Während die Römer den Spargel dann schon kultiviert haben und zum Essen angebaut. Wird der heutzutage auch noch für Medizin
benutzt? Ja, es schon, gibt oder? Noch vereinzelt, doch, wo man dann so wirklich diese Entwässerung über den Spargel dann in der Medizin hat. Mhm. Und es gibt auch hier so richtig Spargel in Reagenzgläsern mit abnormalen Formen. Was sind das für Dinge? Das sind Wildwüchse. Die dann aufgehoben werden fürs Museum. Werden die dann vorbeigebracht mal? Ja, tatsächlich. Wenn jemand sowas findet, bringen sie es vorbei. Aber es ist, resultiert natürlich aus der Tatsache, wir sehen im Museum auch eine Spargelpflanze. Viele können sich sowas nicht vorstellen, dass sie sehr dickfleischige Wurzeln haben, ganz lange, und dann viele Sprossen aus dieser Pflanze rauskommen. Und wenn die Sprossen natürlich vielleicht nicht geerntet werden oder zu eng beieinander rauskommen, dann verwachsen die. Und dann gibt es keine Stangen, sondern gibt es dann eher so ein bisschen so ein Gewächs. Wenn Sie noch mehr vom Spargelmuseum sehen möchten, auch dieser Beitrag liegt in kompletter Länge in unserer Mediathek. Nach einer kurzen Unterbrechung treffen wir noch eine junge Schrobenhausenerin, der unsere Umwelt sehr am Herzen liegt. Und wir gehen raus aufs Feld, denn ich darf Spargel stechen. Wir sind 30 Kilometer südwestlich von Ingolstadt, in der Stadt Schrobenhausen. Und mittendrin in der wunderschönen Altstadt treffe ich heute Verena Weingut. Verena, du bist also hier so eine echte Schrobenhausenerin. Bist du hier aufgewachsen? Ich bin in Schrobenhausen sogar geboren. Also damals, zu meiner Zeit, 87, gab es noch eine Geburtsstation in Schrobenhausen im Krankenhaus. Das heißt, auf meinem Ausweis steht wirklich geboren in Schrobenhausen. Also kann ich auch sagen, ich bin eine gebürtige Schrobenhausenerin. Und bin dann hier in Schrobenhausen aufgewachsen und habe in Schrobenhausen die Schule besucht. Bin in Schrobenhausen, ja, auf der Musikschule gewesen, in Sportvereinen gewesen, habe auch drei Geschwister, das heißt, ja, verschiedenste Generationen sind da abgedeckt, die alle hier in Schrobenhausen groß geworden sind. Und nach dem Abi habe ich dann das Glück gehabt, dass ich ja, ins Ausland gehen durfte. Also ich war als Au-pair in Spanien, geplant waren eigentlich 3 Monate. Aber es sind dann 10 Jahre geworden. Nein, so lange warst du in Spanien? Ja, so lange in Spanien, zwischendrin 1 Jahr in Schweden. Aber da war es mir dann ein bisschen zu kalt und zu dunkel. Und dann habe ich mich wieder für das sonnige Spanien entschieden. Wow, du bist ja halbe Spanierin geworden. Ja, könnte man so sagen. Also mein Herz blutet immer noch, dass ich jetzt schon sehr lange nicht mehr nach Spanien fliegen konnte. Aber ich hoffe, dass es jetzt demnächst bald wieder möglich ist. Und was hast du dann in Spanien, also gearbeitet oder hast du da studiert? Was hast du da gemacht? Ich habe in Spanien Tourismusmanagement studiert und habe dann auch in Spanien in einem kleinen oder in einem recht großen Tagungshotel eigentlich gearbeitet, in Calpe. Und das ist direkt an der Costa Blanca. Also da ist Tourismus natürlich generell in Spanien, ist ja eigentlich, ja, eins der größten Haupteinkünfte, und habe mich schon ziemlich früh dann auch auf Marketing, Social Media und Vertrieb eigentlich konzentriert, weil dadurch, dass ich halt die verschiedensten Fremdsprachen hatte, also in dem Fall Spanisch, Deutsch natürlich als Muttersprache und auch Schwedisch, weil ich ja in Schweden 1 Jahr war, und Englisch, wollte halt mein Chef da vor Ort in Spanien, dass ich mich ja auf die internationalen Kunden einfach konzentrieren. Und ja, genau, mit fast 30 war es mir dann aber irgendwann zu spanisch. Zu spanisch, genau. Nee, also es war echt alles super, aber irgendwie im Hinterkopf hatte ich halt immer so dieses, ja, zu Hause ist es halt schon immer schön, wenn ich hier bin. Und ich habe ja auch meinen Freundeskreis aufrechterhalten und meine Eltern wohnen auch hier in Schrobenhausen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was wäre, wenn? Und dieses was wäre, wenn ist dann immer größer geworden. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine Auszeit in der Arbeit in Spanien nehme und das doch mal ausprobiere, in Schrobenhausen wieder zu wohnen. Wenn Sie sehen möchten, was Verena hier geschaffen hat, klicken Sie einfach auf unsere Homepage. Und jetzt geht's raus aufs Feld. Sepp und Christine Rehm erklären mir nämlich das Spargelstechen. So, und wie erkennt ihr jetzt hier, wo da ein Spargel ist? Ich also entweder ganz schaut der Kopf ein bisschen raus, ja, oder wenn man ganz genau aufpasst, der macht an der Erde einen Sprung. Das, aha, ist so wie
wie so ein kleines Spinnennetz. Da ist er. Da sind jetzt zwei Spargel drin. Das kannst du schon so sehen, dass da zwei Spargel drin sind. Mindestens zwei. Also da macht es eine kleine Anhebung, die Erde. Da ist der Kopf und da macht es wieder einen Sprung. Da ist auch einer drin. Ja. Das können auch mehrere drin sein, aber da sind jetzt mindestens zwei drin. Und der ist jetzt schon bereit rauszunehmen? Der, wenn jetzt heute nicht gestochen wird, dann ist er bis morgen früh, schaut der Kopf raus und dann ist er leicht lila. Und das soll er nicht sein? Für den Geschmack ändert es nichts. Im Gegenteil, der hat mehr Geschmack, wenn er die Sonne gesehen hat. Mhm. Aber für Gastronomie, die will ich einen weißen Spargel. Also dann jetzt, wie machst du jetzt das? Wie gehst du jetzt davor? Das ist ja mit den zwei Fingern. Ja. Und pass auf den Kopf, aber das ist jetzt ein ganz kleiner. Ah. Und da ist noch ein kleiner. Am Anfang sind ganz viele kleine drin, da muss man aufpassen. Dass man nicht was zerstört. Ja, also, ja, dass man halt die kleinen nicht absticht. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen ein älterer Spargel, der ist jetzt nicht mehr so schön, ist ein bisschen dünner. Ältere Spargelpflanze. Ja, der ist jetzt Das heißt, älter, wie viele Jahre ist der dann schon? Sieben. Sowas. Ja. Und das wisst ihr aber schon. Und dann nimmt man den Kopf und sticht da einmal rein. Zack. Und jetzt schauen wir mal vielleicht den anderen ein bisschen. Und die anderen unten, die lässt man weiter wachsen? Die schauen Sie, die lässt man weiter wachsen. Die brauchen noch. Also der kommt morgen und die kommen in zwei, drei Tagen. Und da sind jetzt noch zwei drinnen, die man ernten kann. Ja. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Handarbeit und da müsst ihr ja genau schauen, welche man an welchem Tag rauszieht. Ja, und man soll ja, ein bisschen weiter runtergraben, weil es sind oft kleine. Und wenn ich den kleinen abstich, der kommt da dann nicht mehr, der ist weg. Ja, klar. Das passiert natürlich, aber man soll jetzt so gut wie möglich aufpassen, weil wir fangen jetzt zum Stechen an. Wir stechen ca. 7-8 Wochen. Mhm. Und da brauchen wir ja dann die anderen auch noch, ja, die ganzen klar. kleinen Triebe. Also das sind jetzt wirklich die ersten Spargel für euch dieses Jahr? Das sind die ersten Stangen heuer, wo wir ernten. Okay, dann stich den mal raus. Mal schauen. Also wie gesagt, man nimmt das Eisen und nimmt oben mit der linken Hand den Kopf und sticht leicht ab. Auch diesen Beitrag können Sie in voller Länge in unserer Mediathek finden. Das war's aus Schrobenhausen. Nächste Woche sind wir wieder südlich von München unterwegs. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen.